Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch, Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin von Contra K in der Premium Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und der Premium Edition, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin von Contra K. Das Ganze heute am 24. Mai erschienen. In diesem Fall stelle ich euch die Premium Edition vor, denn wir haben ja die Box bereits erledigt. Die Box haben wir schon gemeinsam ausgepackt. Man sieht gleich auf den ersten Blick, es ist vom Design her ident. Allerdings ist natürlich die Box um einiges größer. Also wenn wir das hier hernehmen, die Box ist ja vom Volumen fast das Vierfache, würde ich sagen. Und das hat ja auch diverse Gründe, denn der Boxinhalt ist natürlich ein anderer. Unter anderem war natürlich in der Box dieser riesengroße Benzinkanister drin. Dieser Metallkanister, der in dieser, ich sage jetzt mal, abgespeckteren Variante nicht dabei ist. Also wir haben hier zwar eine reguläre Box, allerdings ist das mit Premium Edition betitelt worden. Wir haben hier diesen dreiköpfigen Höllenhund. Also vom Design her, wie gesagt, 1:1 wie auch die große Box. Von unten schwarz, auf der rechten Seite schwarz, oben genauso und auf der linken Seite dann der Schriftzug Contra K. Auf der Rückseite haben wir die Credits zum Album und dann haben wir hier einen Barcode mit einem M. Wieso das? Es geht hier um das T-Shirt, das Teil dieser Box ist, und dieses gab es in diversen Größen, M, L, XL, je nachdem, und ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Ja, was auch auffällt, also das wurde mit einem Sticker gelöst, den kann man hier abmachen, was auch auffällt ist, dass diese Box hier unüblicherweise, sonst ja meistens schon, aber in diesem Fall ist die Box nicht eingeschweißt worden. Dafür haben wir aber hier unten und oben jeweils so einen kleinen Sticker, der das Ganze irgendwie versiegelt. Wir werden diesen hier mal öffnen. Ah ja, okay, praktischerweise, gut, doch nicht so praktisch, aber es ließ sich gleich auch der Barcode abnehmen. Allerdings, ja, wird man da wahrscheinlich nochmal extra dran müssen. Dann haben wir oben eben auch einen Sticker, den werde ich jetzt aber einfach mal aufschneiden. Hoppla. So, jetzt haben wir diesen durchtrennt. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine Autogrammkarte von Contra K. Dann haben wir natürlich das Album an sich. Und wir haben das T-Shirt. Ja, Motorräder sind auch am Start. Und von innen ist die Box glatt weiß. Wir packen die mal wieder zu. Ist eine reguläre Klappbox. So, und nachdem vom Boxinhalt nur das Album eingeschweißt ist, werden wir natürlich auch dieses noch aus der Folie holen. Wenn es uns gelingt. So. So, es ist das achte Album von Contra K. Das Ganze kommt hier in einem Digipack und wir haben vom Design her, wie auch die Box hier, in schwarz gehalten das Ganze. Oben lesen wir den Albumtitel, Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Darunter Contra K und dann auch hier wieder dieser dreiköpfige Höllenhund. Und dieser sitzt hier in einer Benzinlacke. Auf der Seite haben wir den Interpreten und den Albumtitel in weiß und rot. Und auf der Rückseite des Digipacks haben wir dann die Tracklist. 20 Tracks an der Zahl, jeweils 10 aufgeteilt, also 10 Tracks auf CD1, 10 Tracks auf CD2. Wir haben jede Menge Features, und zwar haben wir Features von Ja Kalib, Vaisel, Rico, Skepsis, Raf Camora, BTNG, Gringo, Yoshimitsu und AK außer Kontrolle. Also ganz, ganz verschiedene Features. Dann haben wir hier nochmal die Credits und einen Barcode. Bedeutet, dieses Album, dieses Digipack gibt es natürlich auch regulär zu kaufen. So, links CD Nummer 1, rechts CD Nummer 2 und in der Mitte unter diesem Foto, unter diesem
Element hier haben mit einer Spooklet verborgen. Hier sehen wir Contra K, der vor einem schwarzen Wagen steht. Also, das ist in meinen Augen ein Rolls-Royce. Alleine schon, wenn man sich die Türen anschaut. Modell Phantom, wenn ich mich nicht täusche. Und rund um ihn ist hier alles in Flammen. Wir werden mal das Booklet herausschieben, wenn es uns gelingt. Ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Also, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier einmal eine Einleitung zu dem Album, die hier schließt mit Die letzten Wölfe. Das ist ja auch der Name der Tour. Also, hier gibt es einfach Worte zu diesem Album, so eine Einleitung, kurze Danksagung, Widmung. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle des Videos kurz anhalten und durchlesen. Ich erspare euch das jetzt aus Zeitgründen. Dann hier Contra K mit Shirt abgebildet. Und dann gehen hier schon die ersten Tracks los. Und die sind hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Also wie ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von solchen Lyric-Booklets. Und deswegen freut es mich natürlich, dass Contra K hier wirklich Track für Track, Wort für Wort hier erfasst hat. Sehr schön. Weitere Texte und weitere Aufnahmen von Contra K. So sieht das aus. Also unendlich viel Text hier. Da kann man mitlesen, mitrappen. Und was haben wir hier noch? Die Album-Credits, jawohl. Also, hier steht da noch, wer da beteiligt war, wer hat produziert, gemixt, gemastert, Artwork etc. Und hier haben wir noch einen Hund, der mit Contra K abgebildet ist. Meines Wissens hatte er ja mehrere. Und das ist einer seiner Hunde. So, und dann haben wir noch hier ein Schwarz-Weiß-Foto, Contra K und seine Gang. Gut, so viel zum Booklet. Wir packen das wieder hier rein und kommen zu CD Nummer 1. Die sieht so aus, also von der Optik her so eine Benzinlacke, so eine Benzinpfütze. Dahinter schwarz und auf der rechten Seite natürlich ebenso. Wie gesagt, 10 Tracks auf CD 1, 10 Tracks auf CD 2. So sieht CD 2 aus. Von der Gestaltung her recht ähnlich wie CD1. Von der Farbe her, von diesen Benzinspiegelungen etwas abgeändert. Und diese zwei CDs hier in diesem Digipack. Und hier haben wir dann noch die Hand bzw. den Arm von Contra K, der hier aus einer Flüssigkeit hervorschaut. In meinen Augen ist das Benzin. Und dieser Molotow-Cocktail wurde schon angesteckt, also sieht sehr explosiv, sehr gefährlich aus. So viel zum Booklet. Wir haben mit dabei eine Autogrammkarte. Contra K hier in der Hocke auf so einem Regiesessel. Contra K mit schwarzem Stift hier geschrieben. Gibt es ja auch ein Video, glaube ich, wo er da einige unterschrieben hat. Und dann haben wir noch die Tourdaten. Also 2019 und 2020 findet hier die Tour statt, die letzten Wölfe Tour. Und hier habt ihr die Dates. Hier könnt ihr Contra K live sehen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Dieses ist in weiß gehalten mit schwarzen Aufdrucken. Wir haben hier einmal so eine Knochenhand, in diesem Fall mit ausgestrecktem Zeigefinger und Daumen. Also hier wird ein L geformt, das L in diesem Fall von Loyal. Also hier diese Hand und der Schriftzug auf der linken Brust. Dann haben wir oben Richtung, ja was wird das sein dann, Schlüsselbeine würde ich jetzt mal sagen, die Gegend. Die Schriftzüge hier, Contra K links und rechts. Auf der Rückseite haben wir nichts, das Ganze blank weiß. Wir haben es hier zu tun mit Größe M. Ja, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Ich habe mich für M entschieden. Könnt ihr natürlich individuell für euch dann auswählen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, hier haben wir es von Build Your Brand GmbH und in diesem Fall Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles
in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann die unterschriebene Autogrammkarte hier im Hochformat. So wie natürlich das Album an sich. Zwei CDs mit insgesamt 20 Tracks und das Ganze kommt im Digipack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box bzw. in dieser sogenannten Premium Edition. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin von Contra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.